Weißt du, was wir auch nicht haben, wir Juden? Ich will ein bisschen über einen Tag reden, der für euch ein wunderschöner Tag ist. Für uns ein Horrortag. Ihr habt es erraten, ich rede natürlich über den 24.12. Weihnachten. Na, ihr erlebt es ja drinnen, gemütlich zu Hause, beim Kamin, ihr lacht, macht Geschenke auf, trinkt ein bisschen Milch. Ich bin noch draußen mit meiner scheiß warme Kuhmilch. Trinkt ein bisschen Milch, esst Kekse. Aber ich, jedes Jahr dasselbe. Am selben Tag stehe ich draußen mit ein paar Straßenköter, hungrige Juden und meine zwei besten Freunde, Mohammed und Gupta. Gupta ist aus Indien geflogen, hat mich besucht. Er massiert mich noch jeden Mittwoch. Mahatma hat leider sein Visum nicht bekommen. Er kam aus Indien. Wir stehen draußen, kalt, frieren uns im Dunkeln. Werden wir dieses Jahr eine Einladung bekommen zu Weihnachten? Vielleicht lässt uns jemand rein. Ich zittere im kalten Dunkeln meine Holzsandalen, weil ich natürlich aus Ägypten tausende Kilometer spaziert bin, um nach Österreich zu wandern. Kalt. Wir klopfen auf Türen, schauen durch die Fenster. Lässt uns jemand rein? Lässt uns jemand rein? Und endlich ist es passiert. Ich habe eine goldene Ticket bekommen, wie bei Willy Wonka. Ich habe so viel Schokolade gegessen. Eine goldene Ticket. Mohammed, Gupta, ich habe es geschafft. Eine Familie hat mich reingelassen zu Weihnachten. Die Mutter macht die Tür auf in diese Familie und sagt so, oh, Junge, mein Gott, ich schaue so hungrig aus. Es ist so kalt. Ich so, habe ich Hunger? Haben Sie Hummus da drin? Hummus. Sie lässt mich rein, meine Holzsandalen. Ich komme rein. Oh, es war schön, Weihnachten. Oh mein Gott, mein erstes Weihnachten. Erstens mal eure Lieder. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. There's the ticket. Tiny tops. Da-d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 a. They know that Santa's on his way. Yeah. Ja. Bei uns? Ja. Es war wirklich wow. Ich war so, wow, was für ein tolles Lied. Bei uns, einmal so, meine Stimme tut zum Weh. Venu shalom alechem. Venu shalom alechem. Ich will nicht mehr weiter singen. Mein Vater so, sing weiter. Sing, Junge. Ich will. Venu shalom, shalom, shalom alechem. Meine Stimme tut mir weh. Ich hasse es, in Österreich jüdisch zu sein. Ach, bin nicht mehr. Eure Tradition ist viel einfacher. Also, da war ich wirklich schockiert. Ihr feiert einen dicken Mann mit ungepflegtem Bart, der gerne Kinder auf seinen Schoß zahlt. Also in Israel würden wir so einen Mann verhaften. Talech mi po yeled. Bei uns, erstens mal, ihr habt es immer am selben Tag, 24.12. oder in Amerika der 25. Wir, man weiß ja nie, wann wir irgendein jüdisches Fest feiern, weil wir feiern nach dem Kalender des Mondes, ja? Bin ich ein Wolf? Nein, bin ich ein Wolf? Habe ich haarige Brustwarzen? Halbmond, heute Vollmond, keine Ahnung, was für ein Mond. Immer eine Überraschung. Bei uns ist es auch sehr symbolisch alles, ja? Also niemand weiß mehr, was jüdisch ist. Also schau, ich bin nicht so religiös, ich bin eher für die Tradition da, die Geschenke ab und zu, ja? Ich bin so Jew-ish, ja? Sagen wir es mal so, Jew-ish, ja? Man weiß ja nie, was ein Fest bei uns ist. Die Hauptsache ist, wir haben nie ein leeres Zuhause. Wir sind immer eine große Familie, große jüdische Familie beim Fest. Manchmal kommen die Nachbarn rüber, die anderen Juden, ja. Und der Mann des Hauses will immer beweisen, er ist am jüdischsten, ja, der Oberjude. Aber wenn noch ein Mann des Hauses vom Judentum bei uns zu Hause feiert, will er auch beweisen, dass er der Oberjude ist. Und sie improvisieren immer einfach. Ich, stundenlang nichts gegessen, ist ein Stück Sellerie am Tisch. Mein Vater so... So, Sellerie. Sellerie ist bitter. Das Leben ist bitter. Shabbat Shalom, danke fürs Kommen. Ja. Und der andere so, ja, eine Sekunde, gib mir ein Selleriestück. Sellerie ist auch lang und hart. Ihr wisst ja, was lang und hart ist. Das Leben ist lang und hart. Shabbat Shalom, danke fürs Kommen. Danke, Sami, danke. Mein Vater sagt, eine Sache noch. Gib mir den Sellerie. Verpiss dich, Jorio Aschmiran. Was ist mit dir? Und dann improvisiert er einfach. Er erfindet Sachen. On the spot. Er ist wie, Sellerie ist,
ist wie ein Stäbchen, ja? Ich so, Papa, bitte, ich hab Hunger, ich will Hummus essen. Habe ich schon Bauchweh. Also Stäbchen, ja? Heutzutage machen wir Corona-Teste, Stäbchen immer in die Nase reinficken. Fehlt mir der richtige Wort dafür, aber so ähnlich. Mein Sohn Nadiv, der Jüngste, er liebt es, im Rachen zu testen zu lassen, weil er keine Würgereflex hat. Ich so, ich hab einen Würgereflex. Ich habe auch keine Freundin mehr. Call me! Okay. Also sie improvisieren und er so, ja, wie ein Corona-Test. Also eigentlich kann man sagen, bei uns in der Torah, in unserer Bibel, haben sie schon vorgewarnt für Corona. Also wir Juden sind die Klügsten eigentlich. Also wir wussten schon über Corona. Ich so, bisschen ein Stretch, aber ich glaube, es ist nicht so extrem. Ja, man muss immer vorbereitet sein. Ja, man weiß nie, wann ein Fest kommt. Deswegen habe ich immer ein Kippa in der Hintertasche, eine Kerze und ein Stück Sellerie. Immer dabei. Und die Christen sagen so, ja, aber was beklagst du? Ihr habt ja Hanukkah, ihr habt 8 Tage lang Geschenke. Ich so, 8 Tage lang Geschenke. Okay, 2 Sachen stimmen nicht. Ich bin kein Wolf und ich krieg nicht 8 Geschenke, ja? Am ersten Tag vielleicht ein kleines Geschenk. Am 4. Tag gibt meine Mutter mich so ein trockenes Stück Sauerteigbrot, das ich durch 4 Hälften muss, schneiden muss, meinen Brüdern teilen muss. Der eine, wie gesagt, ist ein bisschen schüchtern und er isst nicht. Nein, lass mich in Ruhe, ich will nicht essen. Am letzten Tag entweder einen Staubsauger in der Hand oder die Füße von meinem Vater massieren oder die Sexfiguren polieren.